Yo, was geht ab? Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich gerade fertig gemacht und werde jetzt auf die Arbeit gehen. Und ich habe keine Ahnung, ob heute noch gestreikt wird. Gestern wurde ja gestreikt und dann musste ich ja doch noch mit dem Auto fahren. Und ich weiß, dass heute in Düsseldorf gestreikt wird und wohl auch Köln, Bonn oder so. Aber ich weiß nicht, ob hier auch gestreikt wird. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal zur Bahn und gucke. Wenn nicht, muss ich dann halt mit dem Auto fahren. Deswegen gehe ich jetzt auch ein bisschen früher los. Ja, und ich habe gerade eine mega coole Nachricht bekommen. Aber das verrate ich doch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Nicht lange, aber ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, dann mache ich mich mal auf den Weg. Was sagen Sie dazu? Hi. 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 Die Sonne kommt raus. Und wir sind gleich fertig und dann haben wir Feierabend. Ich freue mich. Und jetzt wird endlich schönes Wetter. Heute war es die ganze Zeit so bewölkt und nicht so schön. Aber jetzt kommt die Sonne. Das ist geil. Und ich werde gleich noch richtig coole Videos drehen. Ich habe nämlich eine sehr coole Videoidee. Ja, zwei werde ich drehen, wenn ich es schaffe. Ja, und meine Lippen sind ja fast schon hübsch. Ja, ja, ja. Ich bin zu Hause angekommen und ich werde jetzt erstmal mein Video fertig machen für gleich, was gleich online kommt. Also es ist jetzt um 3 und um 4 kommt es online. Und da bereite ich jetzt alles vor. Und dann mache ich mich ans Drehen. Ich freue mich schon. Genau. Und dann mal sehen. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, fange ich nochmal an zu schneiden. Und ansonsten ist das alles, was ich heute vorhabe. Aber das mit dem Drehen wird auch eine Weile dauern. Von daher mache ich mich an die Arbeit. Geschafft. Mega geil. So, ich bin jetzt fertig mit Drehen. Und ich denke, wenn alles klappt, werde ich das Video Samstag online stellen. Und ich sage nur so viel. Ich fühle mich so schlecht. Also wenn ihr sehen wollt, was ich in dem Video angestellt hab, schaltet ein. Ah, ich fühle mich so schlecht. Scheiße. Hallo, guckt mal, wen es auch noch gibt. Fabius. Hallo. Hallo. Hallo? Ja, komm, das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns etwas früher sehen und nicht nur zum Schlafen. Das stimmt. Denn wir können jetzt endlich wieder ein bisschen Grace gucken. Und wir sind gerade bei Folge 20 von Staffel 8. Sprich, das Staffelfinale von Staffel 8 rückt näher. Und das ist auch ein krasses Staffelfinale. Was macht ihr zwei da, hä? Ihr Schlafmützen. Er denkt so, nein, ich mach die Augen zu. Nein. Du brauchst nicht rein, ja. Und jetzt guckt er wieder. Du spaßt. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was Fabio zu dem Staffelfinale sagt. Mhm. Und dann machen wir uns heute einfach nur einen chilligen Abend. Das ist auch schon 7:15. Ja, 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 das machen wir. Und ich schmink mich jetzt erstmal ab, damit ich richtig chillen kann. Gechillt, chillen. Yeah. Und du so? Schmeckt's? Ich esse. Deine eklige Thunfischpizza? Bäh. Eine übel geile Pizza. Thunfisch, Salami, Schinken, Schafskäse und Kochschinken. Thunfisch, Schinken. Kochschinken. Genau. Erdbeerkäse. Also Eiweiß und Eiweiß und Eiweiß und ganz viel Fett. Und Katzenfutter. Ja. Thunfisch, ich finde Thunfisch so eklig und es stinkt so. So ein Quatsch. Dann kommt Fabio durch die Tür rein und ich so, boah, du hast dir wieder Thunfischpizza geholt. Bäh. Frischer Thunfisch stinkt nicht. Punkt. Ist so. Genauso wie harter Käse. Wenn man harter Käse gerade öffnet, klar, da riechst du die Konservierungsstoffe. Aber wenn du ihn unmittelbar nach der Öffnung isst, stinkt er nicht. Mhm. Außer du lässt ihn mal ein paar Stunden im Kühlschrank, dann fängt er schon wirklich sehr schnell an zu gären. Und du stinkst jetzt. Und du knutschst mich gleich trotzdem.
Siehst du das? Wie ich den Thunfisch. Und du küsst mich gleich. Oh, doch. Nein! Jetzt tu nicht so. Blum. Gehst du dich jetzt bitte abschminken, damit wir weiter gucken können? Ja. Danke, tschüss. Wie fandest du das Staffelfinale? Das kam alles zu plötzlich. Ich habe geweint. Das war zwar hart. Ich bin ein Weinopfer. War gut, aber es kam alles zu schnell und zu plötzlich. Es wäre ausbaufähig gewesen. Okay. Ja. Gibst du mir recht oder nicht? Oder? Weiß wie nicht. Siehst du das? Es war schlimm. Ja, es war schlimm, aber man hätte es noch besser machen können. Ja, das kann sein. Das kam auf einmal, ja, auf einmal saßen gerade noch im Flugzeug, die hätten da ruhig ein bisschen mehr Show machen können. Und auf einmal war das Flugzeug nur noch Staub. Staub. Okay, wir gehen jetzt ins Bett. Ja, bitte. Bis morgen. Tschüss.